Österreich über Baumgartlinger. Schöner Pass zu Arnautovic. Um den kümmern sich gleich zwei Gegenspieler. Sollte für ihn kein Problem sein. Kommt durch, Pass zur Mitte. Oh Gott, ja, 1-0! Rubén Okotie, was für eine Athletik. Perfekte Bewegung zum Ball und so macht er dieses wichtige Tor für Österreich. Er ist sicher das beste Beispiel für so einen Spieler, der Ecken, Kanten hat, der aber trotzdem wunderbar geschafft hat, ein wertvoller Spieler für die österreichische Nationalmannschaft zu werden. Er brennt für Fußball. Es ist ihm nichts geschenkt worden. Absolut nicht. Sehr viel Leid und Leidenschaft. Ich bin Künstlerin und arbeite gemeinsam mit meinem Partner an Projekten, die wir dann im öffentlichen Raum umsetzen. Kunst spielt eine große Rolle in meinem Leben bzw. im Leben von meiner Mama, weil sie das beruflich macht und für ihre Kunst hart arbeitet. Rubin hat als Kind viele Talente, wie auch das Überraschungspaket bestätigt. Das müsste im Kindergarten gewesen sein und wahrscheinlich sind das Zeichnungen von mir. Also ich finde, Rubin hätte Talent als Künstler. Wenn ich an seine Zeichnungen denke, die er gemacht hat, diese kleinen Gemälde, die waren einfach super. Das waren meine ersten Schritte von der Kunst, die ich versucht habe zu praktizieren. Das Talent habe ich wahrscheinlich nicht so geerbt von meiner Mama. Ein prägender Moment ist für ihn ein Ausflug zu einer Sonnwendfeier, bei der er sich mutig einer neuen Herausforderung stellt. Ich war schon sehr im Zweifel, ob er überhaupt mitkommen soll, und ist dann aber doch mitgekommen. Klingt natürlich jetzt nicht das, was jedes Kind macht. Da war er, glaube ich, noch nicht einmal 7 Jahre. Und da habe ich eh ein bisschen einen Bammel gehabt. Ja, das war was ganz Spezielles. Es gibt ja immer wieder so viele Leute, die einem sagen, was man alles nicht kann und was alles nicht geht. Der Höhepunkt war halt immer dieser Feuerlauf. Eine Zeremonie, die irgendwie dazu gedacht war, dass man Mut sammelt für die Herausforderungen des Lebens. Da muss man sich zuerst einen Konzentrationszustand bringen oder einen Entspannungszustand. Jeder hat das halt auf seine Art und Weise gemacht. Also ich hätte nie gesagt, du sollst drüber laufen oder so. Auch Erwachsene, die stehen da vor dem Glutteppich im letzten Moment und schauen doch runter auf die glühenden Kohlen. Und dann überlegen sie sich's und gehen nicht drüber. Das geht einfach nur, wenn du dieses Urvertrauen hast. Und der Rubin war damals absolut in diesem Urvertrauen. War ein sehr prägender oder besonderer Moment. Und ich konnte sicher auch einiges für mein Leben da rausziehen. Ja. Rubin wächst alleine bei seiner Mutter auf. Sein nigerianischer Vater verlässt die Familie früh. Die ersten Lebensjahre verbringt er in Barcelona und Wien. Sein Schulfreund Patrick führt ihn dann auf den Weg zur Profikarriere. Ich habe hier im Verein gespielt. Mein Papa war mein erster Trainer und Rubin wollte auch beginnen. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er auch kommen mag. Und so ist eigentlich Rubin zu Wiener Viktoria gekommen, zu seinem ersten Verein. Ich glaube, das war Liebe auf den ersten Blick, denn ab da an war es irgendwie klar, ja, ich spiele jetzt Fußball. Da bin ich eigentlich gar nicht mehr gefragt worden, sozusagen. Der Rubin war ein ganz netter Busch, ganz höflich, gut erzogen und ein Chaot ein bisschen war er. So war der Rubin.
Für mich war es schon klar, dass der Rubin ein sehr hohes Energiepotenzial hat und dass er ein Bewegungstalent war. Na ja, das war so, dass seine Mutter Tänzerin war und eigentlich gehofft hat, dass der Rubin auch ein Tänzer wird. Ne? Echt, oder? Das habe ich nicht gewusst, ja. Ich habe dann schon versucht, dir das zu erklären, dass der Rubin sicherlich kein Tänzer ist. Der tanzt im gegnerischen Strafraum, sag ich mal. Aber kein klassischer Tänzer oder irgendwas, ein Nureyev. Nein, ganz sicher nicht. Ja, das war ein Spaß, der zwischen uns gelaufen ist. Obwohl ich glaube, dass der Rubin ein guter Tänzer ist. Nach 3 Jahren im Rapid-Nachwuchs bewirbt sich der verhinderte Balletttänzer bei der Akademie der Wiener Austria. Der Rubin war doch ein sehr auffälliger Spieler, der sehr problemlos dann den sportlichen Cut in die Akademie geschafft hat. Bei aller Freude über die Aufnahme hat Rubin mit den strikten Abläufen und den strengen Vorschriften so seine Probleme. Der Rubin war sicher nicht der pflegeleichteste. Die Reinigungsdamen im Internat haben schon immer gewusst, okay, wenn wir das Zimmer vom Rubin ansteuern, sollten wir uns ein bisschen mehr Zeit dazu nehmen, weil das mehr Herausforderung war, das wieder so in Ordnung zu bringen, wie man halt wieder gern auch in ein Zimmer geht, wo man ja doch lebt, schlaft, Ausübung macht, sie auf Trainings vorbereitet, nachbereitet. Die Dinge, die fliegen und die fließen um ihn herum. Und für ihn ist das nicht Chaos, sondern das ist irgendwie seine Welt. Fußball ist ein Gemeinschaftssport, ist ein Sport, wo sehr viel Wert auf Disziplin gelegt wird, wo du gewisse Eigenschaften lernst. Und da hilft der Fußball natürlich schon. Ja. Der Fußball hat ihn sozusagen den Wildfang Rubin gezähmt. Am Spielfeld fokussiert sich Rubin aufs Wesentliche und fegt im Jugendderby gegen Rapid seinen ehemaligen Verein vom Platz. Wir haben dort 6:0 gewonnen und der Rubin hat 5 Tore geschossen gegen seine alten Kameraden. Und das war, glaube ich, schon ein prägendes Spiel und ich denke, dass er da ganz gern dran zurückerinnert. Mit den Leistungen bei der Austria empfiehlt er sich für die Juniorennationalmannschaft. Seine 2 Tore in der U20-WM 2007 verhelfen den Österreichern zum sensationellen 4. Platz. Im Jahr darauf beginnt die Torejagd auch in der Bundesliga für die Wiener Austria. Die Chance kommt hier! Ausgleich! So, wir haben wieder diese Situation und da ist der Anschlusstreffer durch Rubin Okotie. Gegen Horvath, Okotie und noch einmal und das 1:0. Mit 21 Jahren hat Rubin seinen ersten Auftritt im Nationalteam. Aber auf dem vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere angekommen, folgt der Tiefschlag. An der Outlinie steht Topic bereit, um ins Spiel zu kommen. Und das kann nur bedeuten, dass Rubin Okotjes Knieschmerzen zu stark geworden sind. Die vielen Einsätze und zahlreiche Fouls zwingen Rubin in die Knie. Bei der Auswechslung habe ich schon Tränen in den Augen gehabt, habe ich gewusst, da passt irgendwas nicht. Am Abend war dann die MRT-Untersuchung und ich hatte schon das komisches Gefühl, weil ich wusste, es war nicht so gut. Ja, und dann die Diagnose. Knorpelschaden, ja, und das war dann halt, das war brutal. Ich hatte Träume, Ziele und alles, und auf einmal kommt so eine Diagnose und da bricht eigentlich alles zusammen. Ja. Nach der OP habe ich einen Rubin gehabt, der auf Krücken gegangen ist und der eigentlich gar nicht gehen hat dürfen, wochenlang im Bett liegen musste. Aber das Knie musste man ja ständig in Bewegung halten, damit es irgendwie seine Funktionalität irgendwie wieder behält oder nicht verliert. Ne? Auch sein behandelnder Arzt bescheinigt ihm das, was alle befürchten. Da hat er dann halt die Bilder dann auch angeschaut und dann hat meine Mama gesagt, ja, hat ihr Sohn eigentlich auch was anderes gelernt, weil in dem Alter so eine schwere Verletzung zu haben, weiß nicht, ob das nochmal gut gehen kann. Aber Rubin will nicht aufgeben. In den folgenden Monaten kämpft er hart für sein Comeback. Kaum ein Jahr nach der verheerenden Diagnose spielt er für den 1. FC Nürnberg in Deutschland. Danach bei Truiden in Belgien, kehrt dann nach Österreich zurück und schießt Tore für Sturm Graz und wiederum für die Wiener Austria. Nach einem Gastauftritt in Dänemark landet Rubin mit 27 Jahren schließlich bei 1860 München. Dass der Stürmer wieder zu 100% fit ist, verdankt er auch seinem besten Freund und persönlichen Trainer Markus.
Der Körper ist das größte Gut, das jeder von uns hat, also sprich auch die Gesundheit. Das ist der wichtigste Faktor und somit sollte man auf diesen Körper auch aufpassen. Den hat man einfach nur einmal. Über Markus lernt Rubin auch seine Vanessa kennen und geht bei ihr aufs Ganze. Wir waren halt in den Thermen in der Steiermark und dann habe ich halt so mit Rosenblättern habe ich so, so ein Herz geformt und dann habe ich noch so, so eine Obstplatte und so oben auf einem Berg aufgestellt und dann habe ich die Vanessa dann hingeführt und bin dann auf die Knie gegangen und habe halt dann den Heiratsantrag gemacht. Im September 2014 kommt Söhnchen Thiamo Romero zur Welt und macht das Familienglück perfekt. Kaum einen Monat später wird das Qualifikationsspiel gegen Montenegro zum nächsten unvergesslichen Ereignis in seinem Leben. So mit stolz geschwellter Brust bin ich gewesen, wie er unter Marcel Koller das erste Mal so in der Startformation aufgelaufen ist. Also das war wirklich so ein Gänsehautfeeling. Es war ein unglaubliches Gefühl, die Bundeshymne direkt am Spielfeld zu hören. Und alle erheben sich im Stadion und ja, wir sind irgendwie die Tränen gekommen. Dann hat er auch noch ein Tor geschossen, dann war es überhaupt irgendwie, war es ganz aus. Ich habe gesehen, dass er jetzt der Pass kommen könnte, dass er sich jetzt durchsetzt und war dann einfach einen Schritt vor dem Verteidiger und konnte dann das Tor machen. Zum ersten Mal habe ich gehört, wie ein ganzes Stadion seinen Namen jubelt. Das hat richtig gut getan.